Das sind einfach selbst beigebrachte Dinge, die in die Tiefe gehen. Und nur wenn Sie beweisen können, dass Sie das verstehen, Ihr Handwerk verstehen, können Sie mitreden und dann auch Rede und Antwort stehen und besser werden. Eigentlich ist Maiko Hertel gelernter Forstwirt. Doch als er vor 15 Jahren an einem heißen Sommertag in einer Schleiferei stand und kaum noch atmen konnte, ließ ihn der Gedanke nicht los, dass dies auf Dauer nicht gesund sein kann. Schleifen heißt immer reiben, zerreiben und atomarisieren. Und das bringt immer Staub mit sich. Wenn Sie sich vorstellen, in einer Halle sind vielleicht 4 oder 5 oder 10 Menschen, Werker, die mit dem Schleifen beschäftigt sind, dann haben Sie Schwebteilchen in der Luft und haben dementsprechend auch eine große Staubentwicklung. Mit seinem Schwager, einem Werkzeugmacher, entwickelte er fast buchstäblich im stillen Kämmerlein Fräsringe aus Hartmetall mit einer speziellen Verzahnung. Materialien wie Aluminium, Kupfer, Titan, Holz oder Stahl lassen sich so mit sehr viel weniger Kraftaufwand sauber, staubfrei und kühl bearbeiten. Weil weder Staub noch Hitze entsteht, vermeidet man die Gefahr von Staubexplosionen. Wer fräst, statt zu schleifen, arbeitet bis zu 70% schneller. Und das Werkzeug ist extrem langlebig. Sie können den Fräsring 7 bis 8 Mal nachschleifen lassen. Das heißt, wenn er verstumpft, wird er wieder nachgeschliffen. Wir können bis zu 5000 Fächerschleifscheiben mit einer Lebensdauer eines Fräsringes ersetzen. Und das spart Energie, das spart Öle, das spart Unmengen von Schleifkorunden und es hilft uns auch, Lagerplatz zu sparen letztendlich. 900 von Maiko Hertels Fräsringen sind bereits im Einsatz. Unter anderem bei Siemens und Linde. Einmal mehr der Beweis, jahrelange Tüftelei kann sich auszahlen.